Published by Nintendo. Disney Interactive Square Xenix, Enix. 2005 Disney Kingdom Hearts Chain of Memories. Und damit hallo und herzlich willkommen zu halt, zu dem Spiel halt Kingdom Hearts Chain of Memories. Ein Spiel, was ich leider damals nicht in der Originalversion gespielt habe. Also das hier ist die Game Boy Advance Version von diesem Spiel. Ich weiß, dass es noch ein anderes Kingdom Hearts gibt, aber ist jetzt auch egal, ist nicht so wichtig. Wir starten einfach ein neues Spiel. Ich erwarte viel. Ich weiß nicht, was kommen wird, aber ich denke mal, nur Gutes. Wir spielen als erstes Sora, denke ich mal. Das sind wir, das ist Pluto, das ist Goofy, das ist Donald. Ach ja, die guten Disney-Helden, das ist Sora. Und das ist erstmal ein Prolog, Intro. Goofy, Donald, Sora. Ja, wir sind eine lustige Truppe. Oh yeah. Alle schlafen, Sora erwacht. Aber warum? Vor dir liegt etwas, das du brauchst. Doch um es zu erlangen, musst du etwas Wichtiges verlieren. Und ich glaube, ich weiß schon, was wir verlieren werden. Oder verlieren müssen. Kingdom Hearts Chain of Memories. So, und hier beginnt unser Abenteuer. Donald, Sora und Goofy. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, der Anfang. Und Donald sagt, scheint niemand da zu sein. Dürfen wir hier wirklich so einfach reinplatzen? Wir müssen, wenn wir den König finden wollen. Den König? König Mickey ist hier. Vielleicht, ich habe da so ein Gefühl. Wirklich, aber jetzt, wo du es sagst, habe ich auch das Gefühl. Wirklich, mir geht's genauso. Ein Blick auf dieses Schloss und ich wusste es, sie sind hier. Sieh mal eine an, Meisterhirne denken wohl alle gleich. Ich fasse es nicht, das kann auch kein Zufall sein. Warum, Jiminy, meinst du das? Ich hab's auch gefühlt. Ach ja, der gute Jiminy von Pinocchio ist das. Hua, also Jiminy die Grille oder wie der heißt, glaube ich. Hua, vielleicht ist das... Hua, ich kann... Hua, 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 vielleicht ist das ansteckend. Oder vielleicht ist hier was faul. Ich finde, wir sollten uns mal umsehen. Machen wir das. So, wir schnappen uns Jiminy. Hey, wo willst du hin? Na, mich umsehen gehen. Was ist denn los? Hast du Bammel? Ja, jetzt werde hier nicht albern. Komm, Goofy. Ich frage mich, dürfen wir uns aussuchen, wen wir spielen? Alles klar, aber wir sollten die Tür hinter uns schließen. Goofy, machst du mal die Tür zu Sora? Oh, da ist schon wieder der... Diese mysteriöse Gestalt. Dieser komische. Wer ist das? Das muss ein Herzloser sein. Mal sehen, welche Wirkung meine Zauberei auf ihn hat. Blitz! Donald! Hä? Seltsam! Blitz, Blitz! Feuer, Eis, Das verstehe ich nicht. Wieso klappen meine Zauber nicht? Das ist doch wohl offensichtlich. Als du das Schloss betratst, hast du jeden Zauberspruch und jede Fähigkeit verlernt. Aber das Vergessen beschränkt sich nicht nur darauf. Hier bedeutet Finden verlieren und Verlieren finden. So lautet die Devise hier im Schloss des Entfallens.
Schloss des Entfallens? Ja, hier triffst du Menschen, die du kennst, Menschen, die du vermisst. Also ich vermisse aber niemanden. Rico, du meinst Rico, er ist hier. Möchtest du ihn finden? Wenn ja, dann... Was hast du getan? Ich habe deine Erinnerungen geprüft und daraus das hier gemacht. Das hier ist der Schlüssel für ein Wiedersehen mit deinen Lieben. Was ist das? Eine Spielkarte? Ein Versprechen. Zieh mit dieser Karte weiter und finde deinen Freund. Die Stadt Traverse? Welt auswählen. Halte die Karte vor dich, die Tür wird sich öffnen. Und hinter ihr wartet eine neue Welt. Also schon so ein düsterer Gesell. Steuerkreuz, Karte auswählen. Sora hat jetzt nur eine Karte. A-Knopf bestätigen. Die müssen wir jetzt auswählen. Und das ist auch erstmal unsere Welt, würde ich sagen, ne? Ungefähr so. Ja, geh, Sora. Um zu verlieren und erneut zu finden. Oder um zu finden, nur um erneut zu verlieren. Also ich mag den Typen, den Charakter, der ist sehr gut. Also für ein Spiel, was so alt ist und der ist schon gut designt, kann man nicht sagen. Sondern es ist toll, dass er da ist. Ich mag seine Rolle bisher. Kommt Leute, gehen wir. Aber es muss ja immer, also es muss ja immer böse Leute geben, wenn es auch gute gibt, ne? So, Jiminy. Halt, stopp, hier sind wir falsch. Wir sind in der Stadt Traverse. Dies ist nicht die Realität. Diese Stadt ist eine Illusion, die deinen Erinnerungen in dieser Karte entstammt. Meinen Erinnerungen? Vergiss das jetzt, Sora. Uns gehen die anderen beiden ab. Donald? Goofy? Hey, wo seid ihr, Leute? Was hast du mit ihnen gemacht? Sie sind der Gnade der Karten ausgeliefert. Beherrsche die Karten und ihre Stärke ist wieder dein. Okay, was müssen wir... Die Gesetze dieses Schlosses verlangen, dass deine Freunde in Karten verwandelt werden. Wenn dir deine Freunde am Herzen liegen, dann wirst du sie stets aufheben. Aufgehobene Karten werden ganz vorne in dein Kartenset einsortiert. Spielst du sie aus, kommen dir deine Freunde zu Hilfe geeilt. Das gefällt mir doch. Hat Ähnlichkeiten mit Yu-Gi-Oh!, glaube ich. Wir holen uns jetzt mal den Donald. Hallo, mein Freund. Guter alter Donald. Benutzte Karten verschwinden, doch sie tauchen hier und da wieder auf, um dir beizustehen. Karten sind die Herzen deiner Freunde. Alles in diesem Schloss untersteht der Herrschaft der Karten. Ob ein Gegner dir den Weg versperrt oder eine Tür, Karten sind das einzige Mittel, sie zu überwinden. Aber du darfst darüber auch nicht deine eigene Stärke vergessen. Wir haben eine eigene Stärke. Mit dem B-Knopf können wir springen. Flup, flup, flup. So, auf dem Steuerkreuz zweimal links Ausweichrolle. Also so eine Judo-Rolle hier. Denke zuerst selber nach. Bewege dich und spiele dann die Karten aus. Können wir gar nicht... Ah, okay. Gut. Jeder Zug, den du machst, verbraucht eine Karte. Verbrauchst du all deine Karten, bist du handlungsunfähig. Aber es gibt Abhilfe. Spiele Karten aus, bis alle verbraucht sind und ich zeig dir wie. Dann machen wir das mal. Bam, bam, bam. So, 15 haben wir noch.
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das waren alle. So, mein Freund. Keine Karten mehr. Siehst du, du hast keine Karten mehr und somit auch keine Kraft. Willst du deine Kraft zurück, musst du dich konzentrieren. Wünsche dir, dass die Karten zu dir zurückkehren und sie werden es. Karten nachstocken. Wähle den Ladezähler aus und halte den A-Knopf gedrückt. Oh yeah, das gefällt mir, Baby. 22 neue Karten. Die Kraft deines Herzens hat die verlorenen Karten zurückgebracht. Du kannst verlorene Karten jederzeit zurückholen. Du musst es dir nur wünschen. Aber mit jedem Mal werden die Karten länger brauchen, um zu dir zurückzukehren. Doch die Karten sind keineswegs unbegrenzt, benutze sie weise. Sieh den Kampfverlauf voraus und entscheide dich für die effektivsten Karten. Du kannst jede Karte in deinem Set ausspielen. Jo, wir können sogar... Aha. Hier können wir unsere Karten switchen. Die vier Kartentypen, die du im Kampf verwendest, sind in zwei Kategorien aufgeteilt. Die erste Kategorie umfasst Angriffskarten, Magiekarten und Itemkarten. Die zweite Kategorie besteht allein aus Feindeskarten. Um Karten aus der anderen Kategorie zu verwenden, müssen wir Select drücken. Aha, okay. Die Karten werden dir Kraft geben, egal ob du angreifst oder dich verteidigst. Aber die Wahl, wann du angreifst und wann du dich verteidigst, liegt bei dir. Vergiss das nicht. So. Alles in Ordnung mit euch? Wo habt ihr gesteckt? Sag du es uns, als du die Tür geöffnet hast, war da dieses seltsame Licht und danach weiß ich nichts mehr. Versuch dich zu erinnern, meine Reisechronik muss immer aktuell sein. Goofy. Hey, Moment mal, Donald, woher hast du die neuen Klamotten? Du auch, Goofy. Irgendjemand erlaubt sich einen Spaß mit unseren Kleidern. Die Karten schon wieder? Die Frage musst du dir selbst beantworten. Beherrsche die Karten und bahne dir deinen Weg durch das Schloss. Ab hier läufst du allein weiter. Heißt das, wir dürfen ihn nicht begleiten? Das ist nicht fair. Ja, ohne unsere Hilfe ist Sora doch völlig aufgeschmissen. Vielen Dank, Donald. Kommst du wirklich alleine klar? Natürlich. Ich soll also allein weitergehen? Na gut, ich kann auf mich selbst aufpassen. Tapfere Worte eines Helden. Dann geh. Das restliche Schloss des Entfallens erwartet dich. Wandle auf den Straßen der ruhenden Erinnerung, dann triffst du jemanden, der dir nahe steht. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Keine Sorge, Jiminy, ich bin auf alles vorbereitet, was er im Schilde führen könnte. So schwer kann es nicht sein, bei diesen Karten durchzusteigen, oder? So, und ich würde gerne... Ich muss doch nur eine vor dieser Tür da drüben verwenden. Heißt das nicht von diesen Türen? Na okay, egal. Du kannst die folgenden Handlungen auf dem Spielfeld ausführen. Steuerkreuz, ja, das wissen wir jetzt alles. Ich würde jetzt gerne das Spiel erstmal speichern. Schlüssel des Anbeginns erhalten. Können wir das Spiel saven? Okay, anscheinend nicht. Ist aber egal, ich mache einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder hier bei Kingdom Hearts. Bis dahin, macht's gut. Tschö.